Vielen Dank, Frank Rekert. Prima Show. Sehen Sie nun auf ZDF Neo, was Joko und Klaas in 2-3 Wochen auch versuchen. Neo Magazin, Folge 666. I hit you like cracking balls. Heute mit Frank Elster und Musik aus Südafrika von Dirida. Hier ist Jan Böhmermann. Dankeschön, vielen Dank, herzlich willkommen zum Neo Magazin am Donnerstag. Am Abend von Nikolaus. Ach, hören Sie auch. Dankeschön. Vielen Dank. Unsere Gäste heute, Talk mit Frank Elstner, Live-Musik von Dear Reader, eine neue Ausgabe von Prism is a Dancer und ein Publikum, das sich zum allerersten Mal der Geschichte des Neo-Magazin gewaschen hat. Auch mit dabei William. Hey, William. Hallo, Jan. Hallo, William. Freut mich sehr. Dankeschön. Wir haben eine wahnsinnig tolle Sendung heute. Frank Elstner habe ich gerade schon gesagt zu Gast und Dear Reader Live-Musik, ein tolles Album. Wo habe ich es hier? Ist das Album Rivonia, ein sehr, sehr großes Album. Das muss man richtig in den CD-Player reindrücken, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Passt auch auf jeden MP3-Player. Und wir haben ein tolles Hashtag, zum allerersten Mal ein Hashtag der Woche von einer Zuschauerin eingereicht via Twitter. Julia Adams hat uns das geschickt. Sie ist bei Twitter, ich weiß nicht, wie sie da heißt, aber sie schreibt auf jeden Fall in ihrem Profil: Too dumb for New York, too ugly for LA, Sulzbach Bitches. Und zum allerersten Mal haben wir ein nicht sexistisches Hashtag der Woche. Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Eine schockierende Meldung direkt zu Beginn muss ich Ihnen liefern, auch am Vorabend von Nikolaus. David Beckham hat diese Woche gestanden, dass er mit 16 als Aufnahmeritual bei Manchester United in der Kabine vor der gesamten Mannschaft masturbieren musste. Das ist für viele Leute im Publikum jetzt ein echter Schock. Sowas. Zum Glück war es nur ein kurzer Spaß. Kaum hat er angefangen, rief jemand: Hand, 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 Hand! David Beckham musste sich vor versammelter Mannschaft einen runterholen mit 16. Jetzt bin ich mir absolut sicher, dass es keine schwulen Fußballer gibt. Ja, das ist der Beweis. Das ist endlich der Beweis. Es kann gar kein. Wie soll es schwule Fußballer geben? Weil sowas machen doch nur Heteros. Als ob das so was Besonderes wäre. David Beckham hat sich einen Router holen müssen davor. Das machen wir bei uns Backstage auch vor jeder Sendung. Allerdings zum Foto von Markus Lanz. Ist wirklich so. Sexistische Kackscheiße, richtig. Und zu Recht sind wir deswegen nominiert. Ist wirklich wahr. Ein feministisches Blog hat uns nominiert, beziehungsweise auf dem Schirm, zur Wahl des goldenen Medienpimmel 2013. Ja, wenigstens etwas. Wir sind nominiert für den goldenen Medienpimmel 2000. Unser erster Preis. Ist das ein guter Preis, oder? Weil ein Pimmel ist doch jetzt. Ach, guck mal, ist das da? Das ist hier. Das soll unser Penis sein. Sieht aus wie so eine. Das sieht aus wie so eine Cashew-Nuss. Wie eine Cashew-Nuss mit einem. Oder eine Hand von einem Lego-Männchen. Nominiert für den goldenen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe gar keinen Penis. Ist vielen Zuschauern schon aufgefallen. Ich selber kann es nicht sein. Das ist unsere Gästeredaktion, die chauvinistisch und macho-mäßig drauf ist. Weil ich habe gar keinen Penis. Da, guck mal, sieht man. Und Achtung, Achtung, Achtung. Halte mal ganz kurz an, bitte. Und? Da. So. Weil die Geschichte dahinter ist, William. Ich musste den Penis Ina Müller leihen, weil die braucht den für ihre Sendung mehr als ich. Ist so. Ist so, ist wirklich so. Und weil ohne Penis kann sie die Sendung nicht machen. Heute eine neue Ausgabe von Prism is a Dancer und eine traurige Meldung. Nicht nur traumatisiert David Beckham, weil er vor seinen Mannschaftskameraden in der Kabine sich einen runterholen musste, sondern eine weitere traurige Meldung diese Woche. Seit 1961 gibt es die Panini-Alben. Viele von Ihnen werden sie kennen. Erfunden wirklich von den Panini-Brüdern, die auch dieses leckere Baguette, was man am Flughafen für 8 Euro kaufen kann, erfunden haben. In Italien. Letzte Woche ist der letzte noch lebende Panini-Bruder Umberto Panini gestorben. Was macht das mit dir? Umberto Panini ist tot. Wird es jetzt keine Alben mehr geben? Es wird, ja, weiß ich nicht, ob er noch ein Album rausbringt. Er hinterlässt auf jeden Fall seine Frau und 5 Päckchen Doppelte. Trauergäste sind eingeladen, Abschiedsworte ins Kondolenzbuch einzukleben. Und auf der Beerdigung lief Geboren, um zu kleben, von Unheilig. Ist so. Geboren, um zu kleben. Geboren, um zu kleben. La, 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 la. Das ist das Album unserer heutigen Band. Zu Gast aus South Africa, Dear Reader. Und
Frank Elstner, er kommt wirklich, Frank Elstner. Wenn Wolfram Kons wieder häufiger im Tagesprogramm von RTL zu sehen ist, wissen wir Medienexperten ganz genau, es ist wieder Weihnachtszeit. Es ist wieder Charity Time und es ist wirklich kurz vor Weihnachten, sollten wir für 2 bis 3 Wochen an die Menschen denken, die uns den Rest des Jahres scheißegal sind. Afrika, magisches Land südlich von Europa. Doch die Kinder in Afrika haben nichts, gerade jetzt zu Weihnachten. Wir können das ändern. ZDF Neo unterstützt die Aktion Bitcoins for Afrika. Join us. Help Afrika. Können wir den beiden noch was anderes anziehen irgendwie, damit es ein bisschen authentischer wirkt? Sie können einen Unterschied machen. Helfen Sie mit. Unterstützen Sie Bitcoins for Afrika. Scannen Sie den nun eingeblendeten QR-Code und übertragen Sie uns Ihre Bitcoins for Afrika in das digitale Portemonnaie. Do you know what the QR code is? Bitcoins for Africa. Support us. Here, children, this is for you. This are Bitcoins for you. Take it. Join us. Help Africa. Bitcoins for Africa. Join us. Bitcoins für Afrika. Excuse me. Der Hashtag der Woche lautet diese Woche Pferdeschwanz. Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Wusstest du, dass Pferdeschwanz auch eine Frisur von Frauen ist? Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Und wenn Sie spenden möchten, Bitcoins für Afrika, bitte nutzen Sie doch den nun eingeblendeten QR-Code und übertragen Sie uns Ihre Bitcoins einfach hier auf diesen USB-Stick. Und wir schicken den dann einfach in einem Briefumschlag nach Afrika. Tun Sie was Gutes kurz vor Weihnachten, wenigstens einmal im Jahr. Wenn schon nicht für die Kinder ist, dann wenigstens für ihr schlechtes Gewissen beziehungsweise gegen ihr schlechtes Gewissen. Viele Menschen haben heutzutage Angst davor, dass die NSA, der englische und der amerikanische Geheimdienst, sie abhören. Das ist eine berechtigte Angst, aber ich hätte an der Stelle der Menschen hier im Studio viel größere Angst davor, dass ZDF Neo sie abhört. This is Prism is the answer! Miss a Dancer. Wir haben die Facebook-Profile, die Knuddels.de-Profile und die abgelegten MySpace-Seiten unserer ZDF-Neo-Zuschauer live hier im Publikum gescannt und unsere Zuschauer ausspioniert und wollen mal gucken, was sie so social-media-mäßig im Internet für Spuren hinterlassen haben. Gucken wir doch mal, wer alles heute da ist. Wo ist denn Jasmin? Jasmin? Jasmin! Hey Jasmin aus der Südstadt in Köln. Hey Jasmin! Oh, guck mal da. Du warst früher mal Eisverkäuferin, haben wir rausgefunden. Ja. Das ist aber schon viele Jahre. Sehr wortkarg. Keine Sorge. Guck mal, wer ist noch alles da? Wo ist denn Andrea? Andrea, bist du da? Andrea K. aus Hessen. Aber wo ist sie? Sie ist in der ersten Reihe. Pech gehabt. Was habe ich getan? Sag mal, Andrea, ja. Du hast ein unfassbar hässliches Tattoo auf der rechten Arschbacke. Nee. Ja, hab ich. Dieses hier. Das ist aber auch das Einzige, was ihr gefunden habt, ne? Das ist tatsächlich das Einzige, aber es reicht auch. Wie ist denn dieses Tattoo entstanden? Das hat mir ein Freund gestochen, weil er üben wollte. Und aber warum auf der Arschbacke? Ja, weil man es da normalerweise nicht sieht. Ne? Hast du es mittlerweile überstechen lassen oder ist es immer noch Natürlich da? Natürlich nicht. Es ist immer noch da? Ich mag den Freund, der es mir gestochen hat. Das bleibt da. Es bleibt, dieses Tattoo bleibt da? Ja, ist der Kasimir. Weißt du was, dafür bekommst du von mir als Entschädigung ein Original Neo-Magazin Bleiglasbild. Ja! Komm her, hol's dir ab. Ich komme hier nicht raus. Alles Gute. Wahnsinn. Wie wir das rausbekommen haben, ne, irre. Wahnsinn. Du bist nicht die einzige, Andrea, bei der es wirklich schwer war, was zu finden. Wir haben zum Beispiel wahnsinnig gesucht bei Alessandro. Alessandro, wo bist du? Alessandro,
Wo ist alles? Siehst du da daneben? Alessandro? Hier. Was? Hallo. Hallo, Alessandro. Du siehst gar nicht aus wie ein Alessandro. Du siehst eher aus wie so ein Thor oder ein... Ja. Odin. Ja. Ja, du hast ein Faible, haben wir rausbekommen, für Amazon.de-Rezensionen. Ich habe, glaube ich, mal eine geschrieben. Ja, du hast nicht nur eine geschrieben, du hast genau zwei geschrieben. Du hast dir nämlich am 5. November eine Hose bestellt bei Amazon. Und zwar eine Martinique-Herrenhose. Richtig. Und schreibst dann hinterher mit 5 Sternen folgendes: pünktlich angekommen, absolut unbeschadet. Artikel genauso, wie er auf dem Bild erscheint. Hält den Universitätsalltag problemlos aus. Bei sportlicher Betätigung wird dieses Produkt allerdings eher nicht standhalten. Daher rate ich von Verrenkungen ab. Und das ist der positive Teil deiner Amazon.de-Rezension. Aber jetzt wird es unangenehm, weil es gibt auch Negatives. Du hast nämlich versucht, ein Sakko zu bestellen. Ein Sakko Selected Om, Herrensakko Slimfit, Boat Blazer. Und das schreibst du mit nur 4 Sternen. Das Produkt ist genauso wie in Bild und Beschreibung, war leider nicht in meiner Größe erhältlich, ging deswegen zurück. Ich würde allerdings eine Kaufempfehlung aussprechen, allerdings unter dem Vorbehalt, den Verschleiß nicht einschätzen zu können. Was ist denn... Was hast du denn mit dem Herrensakko vor? Keine Ahnung. Also es war in einer Vorlesung und mir war langweilig. Also schade, dass das Sakko nicht mehr da war. Wir haben es extra für dich organisiert. Guck mal. In deiner Größe, meine Damen und Herren, hier. Oh, wo ist es? Ist es das? Ja, hier. Das ist es. Das ist es. Wir haben es für dich. Guck mal hier. In der richtigen Größe für dich. Danke. Ist für dich. Es gibt nur, Alessandro, es gibt nur einen Nachteil. Auch wir können den Verschleiß, zieh es direkt an, super. Auch wir können den Verschleiß leider nicht genau einschätzen. Wir wissen nicht, wie haltbar ist das Ding. Deswegen haben wir nur noch 2 andere gekauft. So, hier. Alles Gute. Danke. 3 Sakkos. Weißt du, Alessandro, das ist ganz gut, weil dann kannst du, wenn das eine Sakko in 15 bis 20 Jahren kaputt ist, kannst du dann direkt das nächste aus dem Schrank holen. Das kannst du wieder 20 Jahre tragen, dann kannst du quasi dich begraben lassen mit den Sakkos. Wer ist denn noch im Publikum? Schauen wir mal, ist da bestimmt noch jemand da? Jasmin? Ganz kurz, Jasmin, sorry, dass wir nochmal, wie ist denn das mit dem Eisverkaufen damals eigentlich gewesen? Warum hast du Eis verkauft? Ganz kurz, bis das Mikrofon bei dir ist. Warum hast du Eis verkauft? Um Geld zu verdienen. Das war so was ganz Unspannendes. Ach so, weil wir haben noch was viel Spannenderes über dich rausgefunden. du hattest im Jahr 2000 einen Hit in den Mallorca-Charts. Oh Gott. Hier, das ist die CD, Bommi und Luder, Bom Bom Bommalunder, geschrieben, der Text von dir, Jasmin. Und wie sieht es mit den GEMA-Einnahmen aus heute? Also das ist eine lange Geschichte, aber ich habe ein bisschen verdient. Und immer noch? Nee, ich habe mich abgemeldet bei der GEMA und jetzt weiß ich nicht mehr. Das ist eigentlich schade, weil lass uns einfach eine geile Mallorca-Party machen. Bommalunder, dein Lied! Ich hole dir einen runter, einen Stern vom Himmelszelt. Ach. Guck mal. Und Jasmin, als kleine Erinnerung an diese Ausgabe von Prism is a Dancer, kriegst du jetzt eine original Bom 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 Malunda Grußkarte. Oh, das ist schön. Bom 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 Malunda, ich hole dir einen runter. Dankeschön, Jasmin, und das war Prism is a Dancer.
Bom, bom, malunda, ich hol dir einen runter. Das ist unsere heutige Band zu Gast live aus Südafrika. From Africa, the country where you can spend some bitcoins. Unter diesem eingeblendeten hier, der eingeblendete QR-Code. Please. So. Die Sendung ist gehackt. Ist vorbei. Ist aus. Böhmermann ist weg. Dieses Restejakulat. Sudetendeutsch. Böhmermann. Jan. Ich habe hier ab sofort die Regie übernommen. Und wir machen mal eine richtige Fernsehsendung. Nicht so ein Scheißdreck. Jasmin. Komm her. Und hol mir einen Bomber Bomber Lunder runter. Dieser Jan Böhmermann ist die unlustigste, dümmste Drecksau im ganzen Fernsehen. Ja, das ist einer, den man früher im Sandkasten nicht hat mitspielen lassen. Ja. Wie schnell der redet. Und später kriegt er wahrscheinlich wieder so einen Grimme-Preis in den Arsch geschoben. Das ist jetzt neue Mode. Das Fernsehen verjüngt sich. Nachdem wir Joko und Klaas schon haben ertragen müssen, die mittlerweile auf Ballermann-Niveau angekommen sind, wird das nächste Drecksstück herangezüchtet. Und ständig diese selbstreferenzielle Art. Ich wäre ja viel lieber beim großen ZDF, aber ich bin bei ZDF Neo gelandet. Heißt übersetzt nichts anderes als, ich könnte auch dickere Schwänze lutschen. Um eine Nutte zu sein. Eine billige Scheißnutte zu sein. Wo ist diese Drecks-CD, die keiner kaufen soll? Hier, das ist die mieseste Band, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ungefickte Weiber aus Südafrika, die plärren wie Pseudo-Iren. Und nachher bei uns zu Gast der billigste Talkgast, den man haben kann, Frank Elstner. Weil er bringt nur ein Auge mit. Ja, so macht man's. Hallo? Kann man das bei ZDF Neo sagen? Ich bin's, der Böhmermann. Ich gebe auf. Pimmelsau. Der Böhmermann, das ist so... Gleich dir wieder. Und unser heutiger Gast ist eine echte Größe in der deutschen Fernsehunterhaltung. Einer der großen Showmaster Deutschlands. Er hat zahllose Sendungen moderiert, darunter unter anderem Nase vorn, Jeopardy oder Verstehen Sie Spaß. Er hat aber auch Sendungen erfunden. Zum Beispiel, das wissen die meisten, 1981 Wetten, das erfunden und auch direkt moderiert. Er ist nebenbei politisch engagiert, hat zum Beispiel den aktuellen Bundespräsidenten mitgewählt und seit kurzem ist er Schirmherr seiner eigenen Moderatorenschule und fördert junge Talente, meine Damen und Herren, Frank Elstner! Hallo. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Publikum, William Cohn. Dahin. Setzen Sie sich gerne, ja. Schön, schön, dass Sie den Weg gefunden haben hier in die digitale Sparte. Das gab es ja zu Ihrer Zeit gar nicht. Da mussten Sie Programme noch woanders entwickeln. Wo haben Sie das denn damals gemacht? Im Kopf. Und dann einfach irgendwann ausgespuckt und ins Hauptprogramm? Genau so. Und das hat funktioniert? Ja, wir haben im dritten angefangen und dann wurde das ein bisschen gereift und dann plötzlich ins Hauptprogramm. Als Erfinder von Wetten, das tut es da eigentlich sehr weh zu sehen, wie die Kritik dieses tolle Format gnadenlos kaputt schreibt. Herr Böhmermann, ich wusste überhaupt nicht, nachdem ich Ihre Sendung bisher verfolgt habe, dass Sie so ernste Töne anwenden können. Ja, ja. Aber Ich hab Ihre 10 Moderatorengebote auswendig gelernt. Man braucht eine gute Ausbildung, man soll auf seine Berater hören, mache ich sowieso. Du musst perfekt vorbereitet sein, ein Allround-Showman sein, du musst was aushalten können und vor allen Dingen, du sollst respektvoll sein. Und Sie sind 71 Jahre alt, ich bin 19 und diese Altersdistanz, da sollte man doch schon sich ein bisschen, wenn man schon so einen scheiß Schnurrbart hat, wenigstens zurückhalten, oder nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass dafür, dass Sie keinen Penis haben, Sie eigentlich eine ganz gute Karriere gemacht haben. Goldener Medienpimmel 2013. We earned it. Herr Elstner,
Wir haben beim ZDF moderne Gerätschaften in Gang gesetzt, um einen kleinen Einspielfilm zu produzieren, der Ihnen den Leuten, der die Leute darauf einstimmen soll, mit wem sie es zu tun haben, mit Frank Elstner. Und William Cohn, unser Mann, unser Sprecher fürs Grobe, hat alles mal zusammengefasst und eine tolle PowerPoint-Präsentation auf seinem eigenen Rechner gemacht. Bitte schön. Tim und Tom. Das wäre echt ein selten dämlicher Name für eine Radioshow. Der Meinung war auch der ehemalige Chef von Tim Maria Franz Elstner. Da er auf seiner Suche nach einer Alternative in der Litanei seiner Vornamen nicht fündig wurde, beschloss er, extern zu suchen. Seitdem gehört das Frank zum Elstner wie die Pointe zum Witz und er selbst zum Fernsehen. Im Laufe seiner Karriere schenkte uns der 71-Jährige... Was ist jetzt? Stricken, Alt, Entfolgen, Taste. Aufgehangen. Boah, jetzt muss man das nochmal neu starten. Eine Sekunde. So, hat das jetzt? Also, wo waren wir? Im Laufe seiner Karriere hat der heute 71-Jährige uns mit zahllosen, unvergessenen Fernsehstunden beschert. Begrüßen Sie mit mir heute einen der ganz Großen des deutschen Fernsehens. Willkommen, Frank Elstner. Oh, ein kleiner Fehler. Herr Elstner, wo wir schon mal so einen richtigen Showhasen, so einen richtigen alten, großen, gestandenen deutschen Entertainer zu Gast haben. Sie haben nicht nur Erfolge produziert, sondern auch Flops. Wo packt man das hin, innerlich, aber auch äußerlich? Wie geht man mit Flops um? Also ich habe höchstwahrscheinlich mehr Flops inszeniert als Erfolge. Und deswegen habe ich mich daran gewöhnt. Wenn man ein kreativer Mensch ist, dann muss man auch mit Niederlagen zurechtkommen. Und wenn Sie einen guten Gag machen, Sie haben ja schon den Warm-up hier dazu benutzt, ein paar Gags zu probieren, dann wissen Sie ganz genau, manche kommen an, manche kommen nicht an. Sind alle sehr gut angekommen. Und wenn man sich darauf einspielt, dann muss man einfach wissen, man darf sich nicht zu ernst nehmen. Und dann tut es auch nicht so weh, wenn man auf die Schnauze fällt. Sie machen nicht nur selber Sendungen, Sie moderieren im SWR Fernsehen eine Talkshow seit vielen, vielen Jahren, sind sowas wie der Schutzheilige von Baden-Baden, muss man sagen. Also einer der prominentesten Baden-Badener Bürger, neben, glaube ich, Toni Marschall, der auch in Baden-Baden lebt. Mit dem habe ich sogar früher Fußball gespielt, in der gleichen Fußballmannschaft. Wie ist das als 71-Jähriger in Baden-Baden? Ist wahrscheinlich ein absoluter Traum für Sie. Eine Stadt wie für Menschen Ihres Alters gemacht. Also es gibt einen Kollegen von Ihnen, das ist dieser Herr Krause, der genauso schnell spricht wie Sie, der schimpft über Baden-Baden. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde es auch ein ganz zynischer, menschenverachtender, furchtbarer Kollege, den wir, also kann man ruhig mal sagen, also Pierre Krause, pfui, pfui, pfui. So, ja. Also, da ich den Pierre sehr mag und wir auch oft zusammengearbeitet haben, kann ich das jetzt mit pfui, pfui, pfui nicht unterstreichen. Aber Baden-Baden ist, sagen wir mal, für die ältere Generation natürlich eine Traumstadt, für die jüngere nicht so. Ich bin auch abgehauen, als ich 20 war, aber ich bin wiedergekommen mit 65. Nervt es nicht als Deutscher in Baden-Baden, dass alle nur Russisch sprechen? Das ist auch so ein Vorurteil. Dazu muss ich jetzt sagen, ich bin stolz darauf, dass Baden-Baden so viel russische Farbe hat. Denn, was viele gar nicht wissen, die Russen sind nicht jetzt erst gekommen, sondern die waren immer da. Jedes zehnte Haus, jede zehnte Villa in Baden-Baden ist nicht von einem Russen jetzt mit viel Geld gekauft worden, sondern vor 150 Jahren gebaut worden. Dostojewski hat den Spieler geschrieben in Baden-Baden. Turgenev hat dort gelebt. Also Baden-Baden hatte immer eine Anziehungskraft für Russen. Sie sind nicht nur Moderator, sondern Sie sind mittlerweile auch unter die Förderer junger Moderatoren gegangen. Es gibt eine Frank-Elstner Moderationsschule, an der ich wahrscheinlich durchgefallen wäre, mangels zu komplexe Sätze. Oder ich vergesse am Ende des Satzes immer, wie der Satz angefangen hat. Das ist mein großes Problem. Quatsch. Das sind unglaublich tolle junge Menschen mit sehr viel Mut. Ein paar Tausend haben sich bei uns beworben. 14 sind übrig geblieben und die haben ihre
Ausbildung in der Zwischenzeit hinter sich. Mhm. Einen habe ich mitgebracht. Einen, da. Wenn man sich den anguckt. In Reihe, der hat in Reihe 3, da sitzt er. Ja, jetzt du, schläft kurz, er gerade. Er ist kurz eingeschlafen. Du bist ein Absolvent der Frank-Elstner-Moderat. Können wir mal ein Mikrofon haben für den Kollegen bitte da in Reihe? Ha, du hast schon ein mitgebracht. Ja, Mensch, wo kommt das denn her? Hallo. Wie ist dein Name, Florentin? Ich heiße Florentin. Also. Danke, Jan. Du bist wie alt? Ich bin 22 Jahre alt. Und wie knallhart hat dich Frank Elstner rangenommen in seiner Moderationsschule? Absolut knallhart. Zu knallhart manchmal. Aber es ging. Es ging. Und du kannst jetzt, hast jetzt da in den 6 Monaten gelernt. Ich kann jetzt moderieren, dies und das, alles eigentlich. Also. Sie coachen aber nicht nur Amateure, Sie coachen auch Profis. Sie sind Moderatoren. Das war jetzt, also du warst Amateur, jetzt bist du Profi. So ist es richtig. Ich würde mir zum Abschluss einen Frank-Elstner-Tipp wünschen, den ich mir aufs Herz schreibe, den ich niemals vergesse und irgendwas, was, wo ich dann noch in 30 Jahren sagen kann, das hat Frank Elstner in meiner Sendung gesagt und es stimmte. Ja, ein Lebenstipp vielleicht, den ich heute gelernt habe, als ich Ihnen ein bisschen zugeguckt habe. Sie sollten nie in Ihrem Leben in einem englischen Fußballstadion in der Halbzeit oder nach dem Spiel in die Kabine gehen und sagen, Sie sind 16. Vielen Dank, Frank Elstner. Dankeschön. Vielen Dank. Bleiben Sie kurz sitzen. Jetzt gibt's Musik aus Südafrika. Das ist übrigens der QR-Code, Bitcoins für Afrika. Aus Südafrika kommen jetzt Dear Reader vom aktuellen Album Livonia, Took Them Away. Dear Reader, live im Neo Magazin. Right.
Thanks for being here. Ihr aktuelles Album Rivonia ab Januar auf großer Deutschlandtour. Vielen Dank, das war das Neo Magazin. Folge 6. Vielen Dank, Frank Elzner, Serdar Somuncu. Vielen Dank, Publikum. Nächste Woche Ines Björk-David. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Herz, mein Herz. Danke. Thank you. Das war's auch schon wieder aus Frank Elstners Fernsehförderschule. Bevor aber Sarah Kuttner den jungen Leuten in ihrem unangepassten Reportagemagazin Bambule sagt, was frech und angesagt ist und was nicht, haben wir hier auf ZDF Neo noch einen tollen Programmhinweis für Sie. Inka mit Ross Anthony. Gleiche Drehung, gleiches Lachen. Gleiches Konzept, gleicher Name, gleiche Frisur. Und gleiche Einschaltquoten. Gleiche Show, neuer Moderator, Inka. Ausrufezeichen. Jetzt mit mir, Ross Anthony. Wieder häufiger im Tagesprogramm von RTL zu sehen ist, wissen wir Medienexperten ganz genau, es ist wieder Weihnachtszeit. Es ist wieder Charity Time und es ist wirklich kurz vor Weihnachten, sollten wir für 2 bis 3 Wochen an die Menschen denken, die uns den Rest des Jahres scheißegal sind. Afrika, magisches Land südlich von Europa. Doch die Kinder in Afrika haben nichts, gerade jetzt zu Weihnachten. Wir können das ändern. ZDF Neo unterstützt die Aktion Bitcoins for Africa. Join us. Help Afrika. Können wir den beiden noch was anderes anziehen irgendwie, damit es ein bisschen authentischer wirkt? Sie können einen Unterschied machen. Helfen Sie mit. Unterstützen Sie Bitcoins for Africa. Scannen Sie den nun eingeblendeten QR-Code und übertragen Sie uns Ihre Bitcoins for Africa in das digitale Portemonnaie. Do you know what a QR code is? Bitcoins for Africa. Support us. Here, children, this is for you. These are Bitcoins for you. Take it. Join us. Help Africa. Bitcoins for Africa. Join us. Bitcoins for Africa. Excuse me. Der Hashtag der Woche lautet diese Woche Pferdeschwanz. Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Wusstest du, dass Pferdeschwanz auch eine Frisur von Frauen ist? Hashtag der Woche lautet Pferdeschwanz. Und wenn Sie spenden möchten, Bitcoins für Afrika, bitte nutzen Sie doch den nun eingeblendeten QR-Code und übertragen Sie uns Ihre Bitcoins einfach hier auf diesen USB-Stick. Und wir schicken den dann einfach in einem Briefumschlag nach Afrika. Tun Sie was Gutes kurz vor Weihnachten, wenigstens einmal im Jahr. Wenn schon nicht für die Kinder ist, dann wenigstens für ihr schlechtes Gewissen bzw. gegen ihr schlechtes Gewissen. Viele Menschen haben heutzutage Angst davor, dass die NSA, der englische und der amerikanische Geheimdienst, sie abhören. Das ist eine berechtigte Angst, aber ich hätte an der Stelle der Menschen hier im Studio viel größere Angst davor, dass ZDF Neo sie abhört. This is Prism is the answer! Is a Dancer. Wir haben die Facebook-Profile, die Knuddels.de-Profile und die abgelegten MySpace-Seiten unserer ZDF-Neo-Zuschauer live hier im Publikum gescannt und unsere Zuschauer ausspioniert und wollen mal gucken, was sie so Social-Media-mäßig im Internet für Spuren hinterlassen haben. Gucken wir doch mal, wer alles heute. Feministisches Blog hat uns nominiert bzw. auf dem Schirm zur Wahl des goldenen Medienpimmel 2013. Ja, wenigstens etwas. Wir sind nominiert für den goldenen Medienpimmel 2000. Unser erster Preis. Ist ein guter Preis, oder? Weil ein Pimmel ist doch jetzt... Ach, guck mal, ist das da? Das ist hier? Das soll unser Penis sein? Das sieht aus wie so eine Cashew-Nuss. Wie eine Cashew-Nuss mit einem... Oder eine Hand von einem Lego-Männchen. Nominiert für den goldenen...
Dabei, weißt du, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe gar keinen Penis. Ist vielen Zuschauern schon aufgefallen. Ich selber kann es nicht sein. Das ist unsere Gästeredaktion, die chauvinistisch und macho-mäßig drauf ist. Weil ich habe gar keinen Penis. Da, guck mal, sieht man. Und Achtung. Halte mal ganz kurz an, bitte. Und? Da. So. Weil die Geschichte dahinter ist, William, ich musste den Penis Ina Müller leihen, weil die braucht den für ihre Sendung mehr als ich. Ist so, ist wirklich so. Ohne Penis kann sie die Sendung nicht machen. Heute eine neue Ausgabe von Prison is a Dancer und eine traurige Meldung. Nicht nur traumatisiert David Beckham, weil er vor seinen Mannschaftskameraden in der Kabine sich einen runterholen musste, sondern eine weitere traurige Meldung diese Woche. Seit 1961 gibt es die Panini-Alben. Viele von Ihnen werden sie kennen. Erfunden wirklich von den Panini-Brüdern, die auch dieses leckere Baguette, was man am Flughafen für 8 Euro kaufen kann, erfunden haben. In Italien. Letzte Woche ist der letzte noch lebende Panini-Bruder Umberto Panini gestorben. Was macht das mit dir? Umberto Panini ist tot. Wird es jetzt keine Alben mehr geben? Es wird, ja, weiß ich nicht, ob er noch ein Album rausbringt. Er hinterlässt auf jeden Fall seine Frau und 5 Päckchen Doppelte. Trauergäste sind eingeladen, Abschiedsworte ins Kondolenzbuch einzukleben. Und auf der Beerdigung lief Geboren, um zu kleben, von Unheilig. Ist so. Geboren, um zu kleben. Geboren, um zu kleben. La 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 la. Das ist das Album unserer heutigen Band. Zu Gast aus South Africa, Dear Reader! Und Frank Elstner, er kommt wirklich, Frank Elstner. Wenn Wolfram Kons wieder häufiger im Tagesprogramm von RTL zu sehen ist, wissen wir Medienexperten ganz genau, es ist wieder Weihnachtszeit. Es ist wieder Charity Time und es ist wirklich kurz vor Weihnachten, sollten wir für 2 bis 3 Wochen an die Menschen denken, die uns den Rest des Jahres scheißegal sind. Afrika. Magisches Land südlich von Europa. Doch die Kinder in Afrika haben nichts. Gerade jetzt zu Weihnachten. Wir können das ändern. ZDF Neo unterstützt die Aktion Bitcoins for Afrika. Join us. Help Afrika. Hab ich! Dieses hier. Das ist aber auch das Einzige, was ihr gefunden habt, ne? Das ist tatsächlich das Einzige, aber es reicht auch. Wie ist denn dieses Tattoo entstanden? Das hat mir ein Freund gestochen, weil er üben wollte. Und aber warum auf der Arschbacke? Ja, weil man es da normalerweise nicht sieht. Ne? Ja. Hast du es mittlerweile überstechen lassen oder ist es immer noch Natürlich da? Natürlich nicht. Es ist immer noch da? Ich mag den Freund, der es mir gestochen hat. Das bleibt da. Es bleibt, dieses Tattoo bleibt da. Ja, ist der Kasimir. Weißt du was, dafür bekommst du von mir als Entschädigung ein Original Neo-Magazin Leihglasbild. Komm her, hol's dir ab. Ich komme hier nicht raus. Alles Gute. Wahnsinn. Wie wir das rausbekommen haben, ne? Irre. Wahnsinn. Du bist nicht die Einzige, Andrea, bei der es wirklich schwer war, was zu finden. Wir haben zum Beispiel wahnsinnig gesucht bei Alessandro. Alessandro, wo bist du? Alessandro, wo ist alles? Siehst du da daneben? Alessandro? Hier. Was? Hallo. Hallo, Alessandro. Du siehst gar nicht aus wie ein Alessandro, du siehst eher aus wie so ein Thor oder ein Odin. Ja. Ja, du hast ein Faible, haben wir rausbekommen, für Amazon.de-Rezensionen. Ich habe, glaube ich, mal eine geschrieben. Ja, du hast nicht nur eine geschrieben, du hast genau 2 geschrieben. Du hast dir nämlich am 5. November eine Hose bestellt bei Amazon. Und zwar eine Martinique-Herrenhose. Richtig. Und schreibst dann hinterher mit 5 Sternen Folgendes. Pünktlich angekommen, absolut unbeschadet. Artikel genauso, wie er auf dem Bild erscheint. Hält den Universitätsalltag problemlos aus. Bei sportlicher Betätigung wird dieses Produkt allerdings eher nicht standhalten. Daher rate ich von Verrenkungen ab. Und eine
das ist der positive Teil deiner Amazon.de-Rezension. Aber jetzt wird es unangenehm, weil es gibt auch Negatives. Du hast nämlich versucht, einen Sakko zu bestellen. Ein Sakko Selected Om, Herrensakko Slimfit, Boat Blazer. Und das schreibst du mit nur 4 Sternen. Das Produkt ist genauso wie in Bild und Beschreibung, war leider nicht in meiner Größe erhältlich, ging deswegen zurück. Ich würde allerdings eine Kaufempfehlung aussprechen, allerdings unter dem Vorbehalt, den Verschleiß nicht einschätzen zu können. Was ist denn... Was hast du denn mit dem Herren Sakko vor? Keine Ahnung, also es war in einer Vorlesung und mir war langweilig. Also schade, dass das Sakko nicht mehr da war. Wir haben es extra für dich organisiert. Guck mal, in deiner Größe, meine Damen und Herren, hier, wo ist es? Ist es Pferdeschwanz? Und wenn Sie spenden möchten, Bitcoins für Afrika, bitte nutzen Sie doch den nun eingeblendeten QR-Code und übertragen Sie uns Ihre Bitcoins einfach hier auf diesen USB-Stick und wir schicken den dann einfach in einem Briefumschlag nach Afrika. Tun Sie was Gutes kurz vor Weihnachten, wenigstens einmal im Jahr. Wenn schon nicht für die Kinder ist, dann wenigstens für ihr schlechtes Gewissen bzw. gegen ihr schlechtes Gewissen. Viele Menschen haben heutzutage Angst davor, dass die NSA, der englische und der amerikanische Geheimdienst, sie abhören. Das ist eine berechtigte Angst, aber ich hätte an der Stelle der Menschen hier im Studio viel größere Angst davor, dass ZDF Neo sie abhört. This is Prism is the answer! Is a Dancer. Wir haben die Facebook-Profile, die Knuddels.de-Profile und die abgelegten MySpace-Seiten unserer ZDF-Neo-Zuschauer live hier im Publikum gescannt und unsere Zuschauer ausspioniert und wollen mal gucken, was die so Social-Media-mäßig im Internet für Spuren hinterlassen haben. Gucken wir doch mal, wer alles heute da ist. Wo ist denn Jasmin? Jasmin? Jasmin! Hey Jasmin aus der Südstadt in Köln. Hey Jasmin! Oh, guck mal da. Du warst früher mal Eisverkäuferin, haben wir rausgefunden. Ja. Das ist aber schon viele Jahre. Sehr wortkarg. Keine Sorge. Gucken mal, wer ist noch alles da? Wo ist denn Andrea? Andrea, bist du da? Andrea, Andrea K. aus Hessen. Aber wo ist sie? Sie ist in der ersten Reihe. Pech Was gehabt. Was habe ich getan? Sag mal, Andrea, du hast ein unfassbar hässliches Tattoo auf der rechten Arschbacke. Nee. Ja, hab ich. Dieses hier. Das ist aber auch das Einzige, was ihr gefunden habt, ne? Das ist tatsächlich das Einzige, aber es reicht auch. Wie ist denn dieses Tattoo entstanden? Das hat mir ein Freund gestochen, weil er üben wollte. Und aber warum auf der Arschbacke? Ja, weil man es da normalerweise nicht sieht. Ne? Ja. Hast du es mittlerweile überstechen lassen oder ist es immer noch Natürlich da? Natürlich nicht. Es ist immer noch da? Ich mag den Freund, der es mir gestochen hat. Das bleibt da. Es bleibt, dieses Tattoo bleibt da. Das ist der Kasimir. Weißt du was, dafür bekommst du von mir als Entschädigung ein Original Neo-Magazin Leihglasbild. Komm her, hol's dir ab. Ich komm hier nicht raus. Alles Gute. Wahnsinn. Wie wir das rausbekommen haben, ne? Irre. Wahnsinn. Du bist nicht die Einzige, Andrea, bei der es wirklich schwer war, was zu finden. Wir haben zum Beispiel... Ejakulat, Sudetendeutsch, Böhmermann, Jan. Ich habe hier ab sofort die Regie übernommen. Und wir machen mal eine richtige Fernsehsendung, nicht so ein Scheißdreck! Jasmin! Komm her! Und hol mir einen Bomber-Bomber-Lunder runter. Dieser Jan Böhmermann ist die unlustigste, dümmste Drecksau im ganzen Fernsehen. Ja, das ist einer, den man früher im Sandkasten nicht hat mitspielen lassen. Ja. Wie schnell der redet. Und später kriegt er wahrscheinlich wieder so einen Grimme-Preis in den Arsch geschoben. Das ist jetzt neue Mode. Das Fernsehen verjüngt sich. Nachdem wir Joko und Klaas schon haben ertragen müssen, die mittlerweile auf Ballermann-Niveau angekommen sind, wird das nächste Drecksstück herangezüchtet. Und ständig diese selbstreferenzielle Art. Ich wäre ja viel lieber beim großen ZDF, aber ich bin bei ZDF Neo gelandet. Heißt übersetzt nichts anderes als, ich könnte auch dickere Schwänze lutschen. Um eine Nutte zu sein. Eine billige Scheißnutte zu sein. Wo ist diese Drecks-CD, die keiner kaufen soll? Hier,
Das ist die mieseste Band, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ungefickte Weiber aus Südafrika, die plärren wie Pseudo-Iren. Und nachher bei uns zu Gast der billigste Talkgast, den man haben kann, Frank Elstner. Weil er bringt nur ein Auge mit. Ja, so macht man's. Hallo? Kann man das bei ZDF Neo sagen? Ich bin's, der Böhmermann. Ich gebe auf. Pimmelsau. Der Böhmermann, das ist so... Gleich, dir wieder. Und unser heutiger Gast ist unser heutiger Gast ist eine echte Größe in der deutschen Fernsehunterhaltung. Einer der großen Showmaster Deutschlands. Er hat zahllose Sendungen moderiert, darunter unter anderem Nase vorn, Jeopardy oder Verstehen Sie Spaß. Er hat aber auch Sendungen erfunden. Zum Beispiel, das wissen die meisten, 1981 Wetten, dass erfunden und auch direkt moderiert. Er ist nebenbei politisch engagiert, hat zum Beispiel den aktuellen Bundespräsidenten mitgewählt und seit kurzem ist er Schirmherr seiner eigenen Moderatorenschule und fördert junge Talente, meine Damen und Herren, Frank Elstner. Hallo. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Publikum, William Cohn. Dahin. Setzen Sie sich gerne, ja. Schön, dass Sie den Weg gefunden haben hier in die digitale Sparte. Das QR-Code Bitcoins für Afrika. Aus Südafrika kommen jetzt Dear Reader vom aktuellen Album Livonia. Took them away. Dear Reader live im Neo Magazin. Entschuldige,
einen runter. Das ist unsere heutige Band zu Gast, live aus Südafrika. From Africa, the country where you can spend some Bitcoins. Unter diesem eingeblendeten hier, der eingeblendete QR-Code. Please. So. Die Sendung ist gehackt. Ist vorbei. Ist aus. Böhmermann ist weg. Dieses Restejakulat. Sudetendeutsch. Böhmermann. Jan. Ich habe hier ab sofort die Regie übernommen. Und wir machen mal eine richtige Fernsehsendung. Nicht so ein Scheißdreck. Jasmin. Komm her. Und hol mir einen Bomber Bomber Lunder runter. Dieser Jan Böhmermann ist die unlustigste, dümmste Drecksau im ganzen Fernsehen. Ja, das ist einer, den man früher im Sandkasten nicht hat mitspielen lassen. Ja. Wie schnell der redet. Und später kriegt er wahrscheinlich wieder so einen Grimme-Preis in den Arsch geschoben. Das ist jetzt neue Mode. Das Fernsehen verjüngt sich. Nachdem wir Joko und Klaas schon haben ertragen müssen, die mittlerweile auf Ballermann-Niveau angekommen sind, wird das nächste Drecksstück herangezüchtet. Und ständig diese selbstreferenzielle Art. Ich wäre ja viel lieber beim großen ZDF, aber ich bin bei ZDF Neo gelandet. Heißt übersetzt nichts anderes als, ich könnte auch dickere Schwänze lutschen. Um eine Nutte zu sein. Eine billige Scheißnutte zu sein. Wo ist diese Drecks-CD, die keiner kaufen soll? Hier, das ist die mieseste Band, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ungefickte Weiber aus Südafrika, die plärren wie Pseudo-Iren. Und nachher bei uns zu Gast der billigste Talkgast, den man haben kann, Frank Elstner. Weil er bringt nur ein Auge mit. Ja, so macht man's. Hallo? Kann man das bei ZDF Neo sagen? Ich bin's, der Böhmermann. Ich gebe auf. Pimmelsau. Der Böhmermann, das ist so... Dir wieder. Und unser heutiger Gast ist eine echte Größe in der deutschen Fernsehunterhaltung. Einer der großen Showmaster Deutschlands. Er hat zahllose Sendungen moderiert, darunter unter anderem Nase vorn, Jeopardy oder Verstehen Sie Spaß. Er hat aber auch Sendungen erfunden. Zum Beispiel, das wissen die meisten, 1981 Wetten, das erfunden und auch direkt